Liebe Fußball-Vor-Ort-Freunde, auch heute haben wir wieder einen Videogast bei uns, Edin Kulasic, Futsal-Trainer vom TSV 1860 München. Servus Edin. Servus. Dich kann man praktisch als Begründer des Futsals in Bayern bezeichnen, weil du damals beim TSV Neuried die erste Futsal-Mannschaft Bayerns gegründet hast. Außerdem hast du dem BFV eigentlich maßgeblich bei der Entwicklung des Futsals in Bayern geholfen. Meine Frage ist jetzt, wie kam es dazu, dass du gesagt hast, ja, ich gründe jetzt eine Futsalmannschaft, beziehungsweise wie kommt man auf diese Idee? Das fing eigentlich an, also ich bin ja auch zwar in München geboren, aber meine Wurzeln liegen in Kroatien, im Balkan. Und da spielt man schon seit 20 Jahren Futsal. Und ich habe das irgendwann mal 2002, 2003 beim Eurosport, da haben die Europameisterschaft übertragen, hat Italien die EM gewonnen im Futsal. Und ich war halt schon immer ein Heimkicker, aber ich bin eigentlich in der Halle groß geworden, so mit dem Fußballspielen. Und ich wollte unbedingt immer Futsal spielen, das gab es aber in Deutschland nicht, das war halt leider noch nicht die Zeit. Das hat erst 2006 angefangen, zwar gab es da so 2002, 2003 so ein Footcon Springtime Cup, aber es war jetzt noch nicht richtig irgendwie was, sondern es hat erst 2006 angefangen vom DFB, da langsam Fahrt aufzunehmen. Und da gab es in Deutschland, ich weiß nicht, 10 Vereine oder so, die es gemacht haben, irgendwo im Norden. Und ich habe mir dann 2010 nach dem Abi halt gesagt, hey, das kann es nicht sein, dass es kein Futsal gibt und ich will es unbedingt allen Leuten zugänglich machen, weil es gibt so viele Straßenkicker und Futsal ist letzten Endes nichts anderes wie auf der Straße. Ich bin groß geworden, 4 gegen 4 mit einem Torwart auf diesen Steinplätzen mit den Metallhandballtoren, die gibt es überall. Und dann dachte ich mir, jetzt machen wir das doch mal einfach in Bayern praktikabel. Und ja, Neuried war halt damals sozusagen noch mein letzter Verein und habe eine Präsentation gemacht, bin dann auf die Verantwortlichen zu und habe gesagt, hey, lass uns Futsal machen, habe denen die Vorteile aufgezeigt und so ist dazu gekommen, dass ich dann die erste Mannschaft gegründet habe und und wie gesagt, dann mit dem BFV halt immer versucht, da Pässe einzuführen, diese Ligastruktur, die es so jetzt gibt, das waren so alles mal meine Ursprungsideen von mir, die halt dann glücklicherweise andere jetzt umgesetzt haben und sich angenommen haben. Und ich bin froh, dass wir jetzt 2016 oder jetzt schon fast 2017 kann man sagen, endlich mal sowas wie eine Struktur haben im Futsal und im Betrieb und dass da jetzt auch gespielt wird. Und deutschlandweit hat sich das ja natürlich richtig gut entwickelt. Ja, also man merkt schon, wie gesagt, du lebst es wirklich, ja. Auch wie du erzählst. Futsal war jetzt da auch nie so der Gedanke zu sagen, so ja, ich werde einfach nur in Anführungsstrichen Fußballtrainer oder war wirklich nur auf Futsal gepolt oder gab es diese Option Fußballtrainer gar nicht? Doch, ich habe davor Fußballtrainer auch gemacht. Ich habe B-Jugend trainiert. Also klar, ich hätte nichts dagegen, irgendwann mal auch in der Bundesliga irgendwann mal tätig zu sein und bei irgendeinem großen Verein, ja. Aber mich hat es halt jetzt einfach in Futsal verschlagen. Also im Endeffekt ist eine andere Sportart, aber es geht schon in die Richtung wie ein Fußball. Man hat dieselben Abläufe als Trainer, muss seine Trainings vorbereiten, man kickt den Ball mit dem Fuß ins Tor, das ist dasselbe Element. Man hat viele ähnliche Elemente aus dem Futsal, die man im Fußball auch gebrauchen kann. Nur gibt es halt spezifische Taktiken, andere Regeln, die Spielzeit ist anders. Ich würde, wenn das Angebot kommen würde, würde ich es mir überlegen. Jetzt, wenn ein großer Verein kommen würde, dann sagen würde, hey, hast du nicht Lust, eine Profimannschaft von uns zu trainieren, irgendwie eine U19, eine erste Mannschaft, eine zweite Mannschaft, würde ich mir das überlegen, aber aktuell bin ich völlig zufrieden als Futsaltrainer, als Futsalleiter von 60, da die ganzen Sachen jetzt aufbauen zu dürfen. Ja, wie gesagt, du sprichst es jetzt schon an, du bist mittlerweile Trainer beim TSV 1860 München, wie kam es dazu, also wie bist du mit denen in Kontakt gekommen? Ich wusste, dass ich habe schon immer davon geträumt, dass ich mal bei einem großen Verein Futsal aufziehen möchte. Und ich habe dann ein 60-seitiges Konzept geschrieben gehabt. Ich habe über Sportwissenschaften studiert und ich habe immer meine Arbeiten immer über Futsal geschrieben. Und dann habe ich den Fußballabteilungsleiter, den Roman Bär, kontaktiert. Beziehungsweise habe ich ihn dann angerufen und mich einfach vorgestellt und gesagt, ich würde ihm gerne Futsal vorstellen, die Sportart, was es für Vorteile hat, was es auch für den Verein bringen könnte. Und er hat ein offenes Ohr dafür und wir haben uns getroffen. Ich habe ihm auch eine Präsentation gezeigt, ihm dieses Konzept gegeben.
Und er war halt begeistert, da stand halt alles drin, wie ich es mir vorstelle, was für Benefits, also halt auch Jugend zum Beispiel, was die für Vorteile hätten, weil Ronaldo, Messi, also kompletten Brasilianer, also alle Weltfußballer, die es gibt, die auf dem High-Level sind, die kommen alle aus dem Futsal. Und ja, dann haben wir halt die letzten Details sozusagen besprochen und dann durften wir halt auch im Januar sozusagen auch offiziell starten. Okay, ja. Vor allen Dingen, es hieß ja dann von Vereinsseite sogar, hieß es ja, dass man sagt, ja, man startet bei TSV 18 dieses eher fast schon Futsal-Experiment, weil man ja gedacht hat, so, ja, man startet mal in diese Nische rein und schaut, wie sich das entwickelt. Jetzt spielt er in der Futsal-Bayern-Liga, in der zweithöchsten Liga und habt 4 Spiele, 4 Siege. Wieso seid ihr so erfolgreich? Beziehungsweise was macht euch so erfolgreich? Habt ihr ein Erfolgsrezept oder läuft es einfach nur gut? Ja gut, wenn ich ein Erfolgsrezept hätte, dann würde ich es jetzt nicht verraten, weil die Gegner das wahrscheinlich auch sehen können, wenn wir das Interview, dann würden wir nicht schlagbar werden. Ja, man muss halt realistisch sein. Das war nicht abzusehen, komplett neu gegründet. Wir haben ja das eine neue Mannschaft, da sind auch keine Futsalspieler drin, sondern alles Fußballer. Und wir arbeiten halt hart, also wirklich das ganze Jahr. Wir hatten halt, das Problem ist halt leider in München, dass da eben von irgendeinem Gesetz aus 1960 oder 70er Jahren, da durfte man eigentlich gar nicht in der Halle Fußball spielen in München. Deswegen sind wir da erstmal rausgegangen und da waren wir halt sehr wetterabhängig und konnten halt kompletten Mai, da war es ja total verregnet und im Juni auch gar nicht trainieren. Und hatten dann lange Gespräche mit der Stadt geführt, bis wir jetzt sozusagen einmal die Woche trainieren dürfen. Das ist jetzt nicht viel, aber wir versuchen in jeder Trainingseinheit das Maximum rauszuholen. Und ich bin ja sowieso, hast ja selber schon gemerkt, ich bin total, also ich atme 24 Stunden Futsal. Also ich weiß nicht, wenn du nach einem Erfolgsrezept fragst, das ist so, ich nehme jedes Spiel auf, alle Spiele, die wir machen, Freundschaftsspiele, Trainingsspiele, Ligaspiele, ich nehme sie auf, ich analysiere sie. Also ich versuche meinen Jungs, wir sind noch nicht im professionellen Futsal, das ist eigentlich Amateur, sie verdienen damit auch kein Geld. Aber ich versuche ihnen so viel Professionalität wie möglich zu geben. Es sind Videoanalysen, die haben Zugriff auf die Videos, die Spieler qualitativ zu verbessern, darauf einzuwirken, auf die Gegner einzustellen, auch das Umfeld dafür zu schaffen, dass wir professionell trainieren. Ich habe einen Co-Trainer, der Alexei, der ist auch aus Russland, Ex-Profi-Futsaler. Dann habe ich noch unseren strategischen Leiter, den Viktor, der alles drumherum war. Also wir versuchen das Umfeld so zu machen, dass die Jungs richtig trainieren können und also optimale Bedingungen einfach haben fürs Training. Und klar ist das Know-how ein bisschen, da ich ja das jetzt schon seit 6 Jahren eigentlich mache, ist auch das Know-how da, wie du sozusagen mit möglichst wenig vielleicht viel erreichen kannst. Und aktuell läuft es sehr gut für uns. Also es war nicht vorhersehbar. Da ist Eisenhofen ist der absolute Titelfavorit, dass wir jetzt da oben stehen. Ich hoffe, es geht so weiter. Wir arbeiten hart dran. Wie gesagt, du sagst schon, dass du hoffst, dass es so weitergeht. Ja, vielleicht ist ja wirklich was drin, ja, im Bereich des Aufstiegs. Und dann würde ich mich ganz herzlich bei dir für das Interview bedanken. Dankeschön.